Sollen da so Geiles drin sein, weißt du? Sehr nah. Okay. Was war das denn? Geht der wieder in den Boden? Ja. Shit, ich weiß nicht wohin damit. Ich lasse den mal da. Der ist jetzt freundlich, ne? Der ist jetzt auf unserer Seite. Gehen wir mal. Oh Gott, das haben wir auch hingekriegt. Die sind jetzt alle auf unserer Seite. Das heißt, die können jetzt schon mal nicht mehr explodieren. Jetzt können wir hier durchcrouchen. Also ich bin echt gespannt, was hier drin ist. Was wir uns hier holen können. Was so wichtig ist. Hier. Können wir hier durch drauf oder durch? Nee. Hier können wir auch nicht drauf oder durch. Aber von... Nee, hier würde ich es auch nicht riskieren unbedingt. Das ist echt nervenaufreibend gerade. Was ist denn bitte schön so wichtig, dass man es mit so vielen Laserstrahlen beschützt? Komme ich hier nicht irgendwo noch drauf? Oder muss ich auf diesen schmalen und dann da hoch? Nee, das kann doch nicht. Also die Tür verrammelt und verriegelt sich sofort, wenn wir da den jetzt berühren. Wie kommen wir denn da hoch? So eventuell. Und da die ja jetzt freundlich gesonnen sind, können wir hier auch ohne Probleme durch. Okay. Eieieiei. Ganz schön tricky. Aber das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Deswegen ist das gerade für mich sehr interessant. Erstmal gibt es hier ein paar Waffen. Upgrade-Gedönse. Oh, wir haben die Laser ausgestellt. Ja, ich habe keine Ahnung. Oh. Was sind diese Raketendinger? Ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt hier nur so ein bisschen was gekriegt. Ein bisschen Leben. Und ansonsten war hier nichts. Was soll denn hier so Besonderes dann drin sein, ne? Wenn das hier alles so... Tja, abgesichert war. Auf der anderen Seite der. Oha, da kommen sie. Ja, von da unten. Granatchen. Oh, was? Oh, von der Seite. Komm. Die Granate? Nee, hat ihn leider nicht erwischt. Ich habe den absolut nicht kommen sehen, ne? Aber hier ist ja nur der Generator drin, der so gut beschützt wird. Und sonst nichts. Ich dachte echt, hier wäre mehr drin, sage ich jetzt mal. Das ist irgendwie wichtiger und... Oha, Gordon, da kommen sie! Habe ich jetzt alle? Einfach mal zur Sicherheit noch eine Granate hinterher. So.
wir mussten hier also durch, um an den Generator zu kommen. Mehr auch nicht. Das finde ich ein bisschen... Okay, naja. Boah, wie der in meinen Schrot gerannt ist. Er wollte sich rechts in Deckung bringen und rannte in unsere Schrot. Mit Mühe und Not in die Schrot. So, hier ist der letzte Generator. Und ich hoffe, da ist nicht nochmal so ein komisches Versteckspielchen oder wie soll ich sagen. Mit Mühe und Not, dann war er tot. Ich gehe hier noch ein bisschen vorsichtig vor. Ich sehe zwar keine blauen Linien mehr, die hier irgendwie... Aber dafür ganz viel explosives Material. Wir sind umzingelt! Das gefällt mir gar Das gefällt mir gar nicht, dass wir mit so viel explosivem Material hier eingesperrt sind. Wir alle brauchen gerade Hilfe. Beintreffer oder Eintreffer? Ich würde eher auf Letzteres tippen. Eintreffer. Ah, Mann! Genau in dem Moment. Versuch's mal mit den Springern. Ja, ich mache hier ein kleines Minenfeld vor euch. Viel Spaß beim Reinlaufen. Ich mach auch sicherheitshalber mal auf die Türseite ein paar Springer hin. Jetzt kommen sie von der anderen Seite. Und wir haben kaum noch Leben. Shit. Lass mich mal eben hier durch. Ich kann ja mehr oder weniger jetzt hier entkommen, sozusagen. Sind alle tot? Ich will es gerade einfach mal hoffen. Denn ich brauche Leben. Leben. Was kann es Besseres geben? Leben. Leben. Ganz viel bitte davon. Ah, okay. Okay, jetzt weiß ich jedenfalls, wie ich in den Generatorraum reinkomme. So. Ah, guck mal, da oben sind noch Supplies. Die habe ich ja voll übersehen. Die habe ich jetzt im Eifer des Gefechts komplett übersehen. Was sind das? Granaten. Oh, Heilung. Oh, wunderbar. Unsere Ärztin ist auch schon wieder tot. Ich habe so einen Ärzteverschleiß. Das ist so unglaublich. Bad. Really bad. Das war wirklich, wirklich schlecht. Vor allem, er sagt mir, geh aus dem Weg da, weißt du? Ah, das war richtig schlecht. Warte mal, wo sind denn die?
So hätten wir es auch machen können. So hätten wir es auch machen können. Erstmal warten und dann, ne? Mit Barney weitergehen. Oh Mann. Was erwartet uns jetzt? Das war's. Erledigt. Das erledigt auch den Unterdrücker auf dem Dach. Nix wie rauf aufs Dach jetzt, Gordon. Wir sind nur noch zu zweit, das weißt du schon, ne? Was? Wieso ist er gestorben? Dicht, dicht. Das erledigt auch den Unterdrücker auf dem Dach. Nix für rauf aufs Dach jetzt, Gordon. Kommt nur! Erwischt! Er ist einfach mal... Er ist einfach mal gestorben, weißt du? Der Barney. Weil er einfach runtergerannt ist, ohne nachzudenken. Ja, ich weiß. Danke, Barney. Hier entlang, Gordon. Okay, er entschärft ihr gerade. Lass ihn die mal entschärfen, ich geh jetzt erstmal hier an. Ja, ich komm ja sofort. Ich geh jetzt erstmal Leben tanken und Anzug tanken. Und dann lass mich die lieber entschärfen. Weil so wie du die entschärfst, so gehören sie nämlich uns. Diese Tore so lange offen wie nötig. Okay, was ich und Tore? Bring die Brücke rüber. Wir brauchen nach Möglichkeit Verstärkung von überall her. Ich finde das irgendwie lustig, wie der spricht. Von überall her. Kommen, schick ich sie zu dir rauf. Der spricht irgendwie komisch. Oh. Ein Rocket Launcher, der ist aber voll. Ich habe was gehört. Da ist es, ich sehe es auch. Und tschüss. Lass mich durch. Ich bin Arzt. So, das Ding haben wir auf jeden Fall schon mal erledigt. Mann, dass sie immer im Weg stehen. Verpiss dich. Geh weg. Okay, das haben wir jetzt auf jeden Fall erledigt. Dann gucken wir mal, dass wir auf das Dach kommen. Ich glaube, die hat einen Headshot abgekriegt. Ich habe aber auch ganz schön was abgekriegt. Und wir sind jetzt auf dem Dach, wie mir scheint. Naja, in so engen Treppenhäusern ist es auch schwierig, nichts abzubekommen. Und wir haben nur noch eine Einheit, die uns folgt. Ist auch gut. Also eher so nicht, ne? Ah, hier zu speichern war vielleicht nicht die beste Idee. Das ist gut. Ich kann mich an die Szene hier auf dem Dach absolut null erinnern. Es ist auch gut, dass ich das mal wieder durchspiele. So hat man wenigstens mal wieder ein paar Erinnerungen.
vermute mal, wir werden gleich richtig krepieren. Wenn hier noch mehr ankommen. Oh! Ah, kacke. Jetzt kommt noch so ein Flugzeug. Flugapparatenviech. Wir brauchen Mun. Zwei Schuss haben gesessen. Die dritte Rakete auch. Ahahaha, Alter. Der haut uns ganz schön rein. Der haut uns ganz schön rein. Okay, da hat er uns erwischt. Also wie gesagt, auf dem Dach zu speichern war vielleicht nicht die grandioseste und beste Idee, die ich je hatte, aber... Ja. Dann lass uns mal sehen, was wir hinkriegen. Der erste Schuss saß. Der zweite Schuss saß. Okay, der saß nicht. Das ist der einzige, der gerade nicht saß. Der saß auch. Der saß auch. Der nicht. Oh Gott. Seine Schüsse saßen in dem Fall. Ja, jetzt haben wir. Unser Typ ist zwar tot, aber wir haben den Helikopter gerade komplett ausgefrenzt. Oh Gott. Ich mag eigentlich gerade gar nicht speichern. Aber ich mach's trotzdem mal. Wir können ja den davor gegen Spielstand auch nochmal laden. Zur Not. Ich lass mich einfach nur die Leben holen. Und den Suit. Oh. Alter Schwede, was ein Rebellionskampf auf dem Dach. Das war da hinten der Scharfschütze, den ich da vorhin irgendwo gesehen habe, ne? Der uns gerade abgeballert hat. Keine Ahnung, wo ich ihn gesehen habe, aber irgendwo habe ich ihn gesehen. Das heftig hier auf dem Dach. Da unten auch. Richtig Kriegsnebel hier in der Luft. Da unten sind die am Kämpfen. Rebellen versus Strider versus Combine versus allem. Ah, irgendwas hat uns jetzt erwischt. Ich konnte so schnell die Waffe gar nicht wechseln. Die Combines wurden gerade abgesetzt an der Tür. Ah, ich sehe sie leider nicht so gut. Aber wenn wir nur ein paar Combines erwischen, dann wäre ich schon zufrieden. Oh, jetzt werden hier alle Combines abgesetzt, die noch mobilisiert werden können, glaube ich, aus der Zitadelle raus. Granate! Weg hier! Boah. Oh Mann, wir haben nicht mehr viele Leben. Aber hier konnten wir uns gerade von den Combines ein paar klauen. Da oben sehe ich ihn. Ich sehe endlich den Scharfschützen. Dabei war es noch nicht mal wirklich ein Scharfschütze. Oh Gottes Willen.